Hallo Leute und willkommen zurück zu Whispering Willows. Ich wusste hier zuletzt die Uhrzeit nicht. Gehe jetzt aber zurück zur... Nein, ich bleibe auf der Vorderseite der Villa, denn ich möchte nochmal rein in die Villa. Hoffe ich, glaube ich. Glaube ich, bin richtig in der Villa. Ja, ja, genau. Und dann rede ich nochmal mit der Frau, die sich heimlich im Geräteschuppen getroffen hat. Und die müsste ja eigentlich auch die Zeit nennen. Vielleicht habe ich die einfach immer nur überlesen und übersehen oder so. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht. Sonst muss das über die Notizen gehen. Ist sie hier schon? Bist du da? Bist du das nicht? Claire O'Halloran. Es gab noch jemanden, der von Worthams Tat wusste. Bevor ich verstorben bin, hatte ich ein geheimes Treffen mit ihm ausgemacht. Geräteschuppen, 4 Uhr morgens. Er wollte mir alles erzählen. Ich habe es tatsächlich übersehen. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen, was da so beplappert wurde, wenn sie überhaupt nur geredet haben. Bei ihren geheimen Treffen. Gehen wir mal zurück zur Uhr. Dann sollte das ja jetzt auch ein bisschen schneller hier gerade gehen. Das ärgert mich ja auch immer so ein bisschen, wenn ich dann so in den Parts so rumdümpel irgendwie. Aber mein Gott, das gehört zum Spielen dazu, dass man nicht immer sofort weiß, was zu tun ist und wo man hin soll. Das wünscht man sich zwar, glaube ich, als Let's Player immer, dass es gut vorangeht, aber es klappt nicht immer. So, 4 Uhr. Da ist hier kein 4 Uhr morgens, wird nicht mal einfach nur 4 Uhr. 4 Uhr, 4 Uhr. Jawohl. Oh, das sieht schon mal nicht gut aus. Jeremiah Mote, da ist er ja. Ich sollte es nicht sagen, aber eines Nachts hat Mr. Wortham um meine Hilfe gebeten. Ich habe ein Grab für Mr. Darby ausgehoben. Ich habe es bis jetzt geheim gehalten, aber ich kann es nicht mehr. Ich habe ihn tief in den Katakomben vergraben, in einem abgesperrten Raum, wo niemand ihn finden würde. Du kannst den Schlüssel zu dem Raum haben. Ich will einfach nur meine Hände von dieser ganzen Sache reinwaschen. Ja, darüber hatten wir auch schon gelesen, dass er ihm das aufgetragen hatte. Blutiger Schlüssel. Ich habe ihn tief in den Katakomben vergraben, in einem abgesperrten Raum, wo niemand ihn finden würde. Ja, okay. Haben wir den? Wir haben ihn. Okay. Dann müssen wir jetzt nochmal zurück in die Katakomben, ne? Und das Ganze aufdecken, sozusagen. Ja, Tagebucheintrag. Ich kann es einfach nicht glauben. Dieser Mann Wortham, er und Darby waren beste Freunde und er hat den armen Mr. Halloran umgebracht. Warum? Warum sollte er das tun? Sie waren beste Freunde. In der Schule wurde nie erwähnt, dass er ein Mörder war. Sie haben nur die nettesten Dinge über ihn erzählt, wie er geholfen hat, das wilde Land zu zähmen und dass dank ihm unsere Stadt existiert. Ich bin nicht mehr sicher, was ich noch glauben soll. Also ich bin die ganze Zeit schon am Zweifeln hier mit dem, Wortham. So, die ganze Zeit wird von dem so toll geredet, aber das, ja, weiß ich nicht. Mich wundert das nicht. Das ist das Gasthaus. Hier wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Wo muss ich denn dafür hin? Ich will jetzt nochmal in die Katakomben, ne? Dieser Garten. Es war auf jeden Fall links und nicht rechts. Hier ist das Gewächshaus. Hm. Muss ich ja doch nochmal auf die Vorderseite, glaube ich. Hier ist nämlich die Sternwarte, das bringt mir auch nicht viel. Ja, dann gehe ich nochmal zurück. Hier komme ich ja auch nicht weiter. Hier sind die Quatschgeister. Hier komme ich nochmal zu den Katakomben. Geräteschuppen will ich auch nicht. Hä? Hm. Wo muss ich denn zurück? Bin ich doof? Hier? Um in den Garten zu kommen. Ah, ich glaube, ich muss in den Garten, genau. In den Garten, da sind die Katakomben. Von ganz am Anfang, ne? Ja. Jetzt haben wir auch den blutigen Schlüssel. Hier wird irgendeine Tür gewesen sein, die vorher verschlossen war. Jetzt kommen wir da auf jeden Fall hin. Ist ein bisschen gruselig.
Was? Ach so, sie läuft hier nicht, deswegen. Ich wollte laufen, aber sie will nicht. Ist das vielleicht dieser... Ja, da war doch am Anfang dieser verschlossene Raum, wo man nicht reinkam. Hier sind wir aber am Anfang. Schade, dass sie nur draußen laufen kann. Das sind jetzt aber nicht die Menschenknochen wahrscheinlich, die sie meint. Dann müssen wir durch eine Tür gehen. Unheimlich, echt. Mutig ist sie vor allem. Aber hier kann man nach oben, oder? Jetzt sind wir hier oben, aber bin ich trotzdem richtig oder falsch? Was ist hier nochmal? Anastasia Abor, ach ja. Ja. Das hatten wir ja aber schon. Das hatten wir schon, deswegen weiß ich gerade nicht, wohin. Ich habe Angst vor dem Monster. Wo sollte ich denn nochmal hin? Oder bin ich hier in den Katakomben falsch? Das ist jetzt so verstanden, dass wir hin sollen. Ah, doch. Die Tür war nämlich zu. Genau. Oh Gott, was erwartet uns jetzt hier? Du meine Güte, dieses Hemd ist so voller Blut. Und jetzt? Gar nichts? Weiter? Knochen, aber nichts. Ich kann hier nichts machen. Ich weiß nicht, was hat mir das jetzt gebracht? Jetzt bin ich in diesen Raum gegangen und da war gar nichts. Muss ich vielleicht jetzt jemandem Bescheid sagen oder so? Von diesen Geheimnissen, was ich da gefunden habe? Ich schaue mich nur noch mal eben hier um. Nee. Das ist ja schon alles offen. Wir hatten das ja alles schon gemacht. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Was soll ich sonst machen? Hier geht's nicht. Ich muss wieder runter. Da rechts lang. Komisch irgendwie. Vielleicht jetzt nochmal zu dem Darby O'Halloran gehen, um ihm Bescheid zu sagen, was wir halt entdeckt haben und wie es wirklich aussieht oder so. Sie hat jetzt aber auch nur das Hemd voller Blut entdeckt. Hat das jetzt echt gereicht? Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das gereicht hat. Ach so, die Vorderseite. Ich will nur mal eben zu dem hingehen, weil der schickt uns die ganze Zeit immer weg. Verweist auf seine Frau, aber keine Ahnung. Sonst muss ich halt nochmal wieder zurück, aber vielleicht... Blutiges Hemd. Das Blut auf diesem Hemd kann nicht von Dad sein. Es ist zu alt. Aber vielleicht reicht das hier als Beweisstück für den anderen, dass der endlich mir mal glaubt. Ach ja, sie läuft wieder nicht. So. Bin ja mal gespannt.
Mein Hemd, ja tatsächlich. Ich habe es immer getragen seit diesem Tage, dem Tage des Massakers. Aber was machst du damit? Du bist wie das kleine Mädchen im Garten, das mich immer an die Vergangenheit erinnert. Das kleine Mädchen im Garten, was ihn an die Vergangenheit erinnert? Dafür habe ich jetzt nichts bekommen. Komme ich dafür denn jetzt hier durch? Nee. Das ist ja blöd. Das kleine Mädchen im Garten. Dann gehen wir in den Garten. Gut, wenn wir in den Garten sollen, gehen wir in den Garten. Aber das Ende wird sein, dass er uns hier endlich mal durchlässt. Ganz ehrlich. Da, Tagebuch. Worte können nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Ich fühle mich so hoffnungslos. Alles, was ich über die Vergangenheit erfahren habe, lässt sie so furchtbar wirken. Und von da kommen wir doch alle. Wenn das unsere Vergangenheit ist, wie können wir dann hoffen, etwas besser zu machen? Wir haben uns über Generationen hinweg gegenseitig umgebracht. Und jetzt scheint es so, als würde sich nichts bessern. Aber es muss etwas Besseres als all dies geben. Das muss es einfach. Ich werde es finden. Und wenn es nicht existiert, werde ich es erschaffen. Zerfetzte Überreste. Na dann. Wenn du meinst. Was hat das alles mit dem Tod ihres Vaters zu tun? Oder Verschwinden ihres Vaters? Aber vielleicht ist er tot. Ich weiß nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Ende dieses Spiels ist, dass er tot ist. Aber vielleicht haben wir auch Glück und wir finden ihn und er ist irgendwo eingesperrt und freut sich voll, dass wir ihn finden und retten oder so. Oder jemand hat ihn umgebracht. Und sie deckt den Mord auf. Ich habe keine Ahnung. Das kleine Mädchen im Garten. Dann müssen wir ja nochmal in den Garten. Denn jetzt hier irgendwas? Setzt sie sich jetzt hier hin? Nee, macht sie immer noch nicht. Oh, du hast den weißen Mann kennengelernt. Ich brauche 3 weitere Blumen, um meinen Strauß fertigzustellen. Okay. Dann holen wir ihr 3 weitere Blumen. Drücke Space, um das Labyrinth zu betreten. Das Labyrinth? Okay, ich muss mir merken, dass wir hier waren. In all der Trostlosigkeit an diesem Ort habe ich ein kleines Mädchen getroffen. Und sie ist sogar glücklich. Sie ist so süß, ich mag sie sehr, vielleicht sogar mehr als Flying Hawk. Es macht mich aber auch traurig. Ich glaube nicht, dass sie weiß, dass sie tot ist. Ihr Name ist Skyflower und sie hat mir erzählt, dass sie Blumen für die weißen Männer sammelt. Ich vermisse es, mit Mom und Dad herzukommen. Als kleines Mädchen habe ich früher immer Blumen gepflückt, genau wie Skyflower. Ich könnte ihr helfen, ein paar Blumen zu pflücken. Vielleicht heitert mich das ein wenig auf. Das war jetzt aber eine Mädchen. Das waren wir, das war ein Tagebucheintrag. Ich muss immer überlegen, wer das überhaupt geschrieben hat, auch wenn es an der Seite hier angezeigt wird. Kannst du da nicht rüberspringen? Das ist ja doof. Was mache ich jetzt? Ich will ja nicht wieder zurück. Kannst du da nicht Anlauf nehmen und rüberspringen? Aber als Geist geht das doch. Meine Hände zittern, während ich schreibe. Dieser Tag war das Schlimmste meines Lebens. Wir haben nach den Wilden gesucht, um zu sehen, welche Gerüchte sich als wahr herausstellen würden und welche als falsch. Manche hatten gesagt, sie wären ein brutales Volk, während andere behaupten, sie wären friedlich. Ich kann nicht sagen, was war es. Wir haben draußen vor dem Tipi des Schamanen gewartet, während Wortham drin seinen Rat ersucht hat. Er war anders, als er wieder herauskam. Ich weiß nicht, was es war, was ich in ihm spürte, aber er war plötzlich ein anderer Mann. Er hat die Männer angewiesen, alle zu töten, und sie sind mit grinsenden Gesichtern davon galoppiert. Ich bin geblieben. Ein kleines Mädchen kam mit Blumen in den Händen auf uns zugerannt. Er hat mir befohlen, es zu tun. Er sagte, sie würde erwachsen werden und meine Söhne im Schlaf ermorden. Ich konnte mich nicht dazu bringen, sie zu erschießen. Sie ist zu nah an mein Gewehr gekommen und er hat geschrien. Ich solle ein Mann sein und es tun. Ich hob meine Waffe und habe sie auf sie niedergeschlagen. Sie fiel zu Boden und ich wusste, dass sie tot war. Ich ging zu meinem Pferd und mir war übel. Ich hielt mich aus dem Rest der Kämpfer raus. Ach so.
Ich dachte, es ging vor um ein anderes Mädchen. Im letzten Part hatte ich gesagt, ja, du hast sie getötet. Da dachte ich aber an ein anderes Mädchen. Dann hat er dieses Jana-Mädchen hier also getötet. Okay. So. Ich denke mal, ich soll das so rüberschieben, damit ich rüberlaufen kann. Dann machen wir das mal. Und wie sie da immer steht, so... Sehr gut. Tada, mir selbst geholfen. Denk mal, was ist das für ein Ding? Eine Glocke? Ein Zylinderhut vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Hier könnten wir reingehen. Und hier gehen wir auch rein, weil da geht's nicht weiter. Können wir da noch reingehen? Ich gehe aber erstmal weiter nach links. Aha. Können wir durchkriechen? Oh, hier ist ein Geist. Iu, wie hängt der denn da? Hubert Mann? Mann, Hubert Mann. Man könnte sagen, dass ich in der Vorhölle bin, so wie es aussieht. Ja, das tut mir auch sehr leid für dich, Herr Hubert. Oh, Fuchsia-Blume, was für eine schöne Blume. Das wird wohl eine dieser Blumen sein, die wir brauchen für das Mädchen. Wo kommen wir jetzt hin? Männerbüste. Eine Männerbüste, das ist irgendwie lustig, oder? Weiß nicht. Ist es lustig? Oh. Tür ist verschlossen. Wo kommt man hier hin? Und was ist ganz rechts? Jetzt wird's wirklich verwirrend hier mit den Türen. Neben der Büste kam ich her. Okay. Gut, dass es nicht noch weiter nach rechts geht. Gut, dann können wir ja nur hier durch. Geht ja gar nicht anders. Nach links geht's auch nicht. Da ist auch eine Buschwand. Hier könnten wir wieder durch. Hier können wir auch durch. Und hier können wir auch durch. Na klasse. Ich nehme wie bei Super Mario den letzten. Okay, Dornbusch. Ein Tier könnte diese Dorn vermutlich entfernen. Ein Tier? Aber ich glaube nicht, dass ich es kann. Was für ein Tier denn? Dann nehmen wir jetzt den mittleren. Jetzt gehe ich ja wieder zurück. Gehen wir mal hier durch. Oh, ein Schlüssel. Gartenschlüssel. Sieh sich einer diese schöne Blume auf diesem Schlüssel an. Aha, das ist also ein Schlüssel zu Blumen. Brauchen wir. Wir brauchen nämlich die Blumen. Noch ist es ja recht übersichtlich. Das geht ja noch. Mhm. Und eine Notiz. Von Darby O'Halloran. Das Bild des Mädchens verfolgt mich noch immer. Ich spüre das Bedürfnis, Trost für meine Handlungen zu erfahren. Ich habe nach jeglichen Quatanko gesucht, die das Massaker überlebt haben könnten. Ich habe ein paar Überlebende gefunden, aber Wortham weiß nichts von ihnen. Er weiß nicht von ihnen. Er darf nie herausfinden, dass sie existieren. Ich bin nicht sicher, was er tun würde, wenn er von ihnen erfahren würde. Es ist nur eine kleinere Gruppe, aber sie leben. Ich habe mich ihnen zu Füßen geworfen und sie aufgefordert, mich für meine Missetaten zu bestrafen, aber sie taten es nicht. Sie haben mir stattdessen erlaubt, mehr über sie zu erfahren. Das kleine Mädchen, was ich getötet habe, ihr Name war Skyflower. Warum, weiß ich nicht, aber ihren Namen zu kennen, spendet mir etwas Trost. Wenn ich sie in meinen Träumen sehe, kann ich sie beim Namen rufen. Okay, er bereute seine Taten sehr. Das ist ja schon mal besser, als es gar nicht zu bereuen. So, dann gehen wir mal in den Garten. Ich gehe wieder mal bis zum Ende. Frauenbüste sieht aus wie eine Art Göttin.
Und noch weiter. Oh, sind hier viele Türen. Oh, eine Notiz. Trotz all meiner Probleme habe ich es geschafft, eine Frau zu finden. Claire ist ihr Name und ich meine, sie ist das schönste Mädel in der Stadt. Wie auch ich kommt sie aus Irland und als wir uns kennengelernt haben, wussten wir, dass es Liebe ist. Wir haben erst letzten Dienstag geheiratet und keiner von uns könnte glücklicher sein. Sie weiß von meiner Vergangenheit und sie hilft mir durch meine Nachtängste. Sie hält mich und sagt mir, dass alles wieder gut wird. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Sie ist der Grund, warum ich noch lebe. Das ist schön, dass er da jemanden gefunden hat. Und ich habe keinen Plan, wo ich hier eigentlich durch soll. Es sind so viele Eingänge jetzt gerade hier, dass mich das schon sehr verwirrt. Ah. Wortham Willows. Wir hoben große Gruben aus, um die Leichen der Wilden loszuwerden. Unzivilisiertes Volk verdient schließlich kein zivilisiertes Begräbnis. Für diesen verräterischen Schaman jedoch reservierte ich ein besonderes Grab. Ich habe gestattet, dass sein Körper in der Sonne verrottet, während wir unseren Brunnen aushoben. Ich vergrub ihn tief unten, wo ihn nicht einmal die Würmer erreichen würden. Wir haben bei dem Angriff nur 3 Männer verloren, was jeder Leutnant in einem Krieg akzeptabel finden würde. Eins der Zugpferde krachte durch die Erde, während es eine Last hinter sich herzog. Wir forschten nach und fanden heraus, dass es in eine Grube gefallen war, die zu einer Reihe von unterirdischen Höhlen führte. Ich habe beschlossen, die Toten dort zu begraben und es als Mausoleum für mein Anwesen zu verwenden. Für meine liebste Martha habe ich einen tollen Sarg am Eingang der Katakomben erbaut, sodass ich sie jederzeit einfach besuchen kommen kann. An den Wänden der Höhlen sind Adern, die möglicherweise Edelmetalle enthalten, und wir verwendeten diese als Grundlage für unseren Bergbau. Es wird mit der Zeit erweitert. Das ist erst der Anfang von meinem Glück. Mhm. Warte, bin ich jetzt am Ende? Ja. Mhm. Wenn er meint. Oh, was ist hier? Durch die Reben. Ich wünschte, ich hätte etwas, womit ich diese Reben zerschneiden könnte. Nein, habe ich immer noch nicht. Aber das scheint sehr interessant auszusehen. Ich gehe mal weiter hier durch die ganzen Türen. Muss hier mal wieder zurück. Dann nochmal durch die andere. Ich auch noch nicht war. Die hier. So nach und nach alle mal durchgehen. Zerbrochene Statue. Ich frage mich, wie diese Statue zerbrochen ist, wenn doch all die anderen noch stehen. Ich weiß es nicht. Da oben... Ich weiß auch nicht, was das da oben ist. Als ob man da auch irgendwie noch durchgehen könnte irgendwann. Gut, gehen wir wieder durch. Ein bisschen Überblick muss man echt behalten, sonst weiß man gar nicht mehr, welche Tür man hatte. Aber es gibt ja immer diese kleinen Hinweise, die daneben stehen. So die Statuen und so. Kann man sich ein bisschen orientieren. Trompetenstatuen. Oh. Diese Statuen spielen füreinander. Wie schön. Ja, wie schön. Mit einem Totenkopf als Kopf. Ist voll schön. Aber ihr Amulett hat jetzt nicht gerade, ich sag mal Amulett, ne, Anhänger halt. Der hat jetzt nicht geleuchtet hier, oder? Nee. Bin mir immer nicht sicher. Geh mal wieder zurück. Irgendwie müssen wir hier mal weiterkommen. Und warum finde ich hier nichts zum Zerschnibbeln? Das nervt. Also haben wir jetzt doch alle gehabt. Das ist ja komisch. Jetzt war ich hier und weiter. Ich glaube, ich muss schon wieder in die Katakomben. Ich glaube, ich muss schon wieder in die Katakomben, Leute. Ich weiß nur langsam gar nicht mehr, wie es jetzt zurückgeht. Hier, ne? Ach, dann bin ich ja doch falsch hier. Das ist ja doof. Ah, je mehr man hier hin und her rennt, desto mehr kommt man echt durcheinander. Puh.
will doch nur zurück. Da ist auch die Glocke. Ja, ich bin zurück. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Türen abgeklappert gehabt. Nicht, dass ich das übersehen habe. Irgendeine Tür oder so. Wäre blöd. Ich meine, eine Blume habe ich ihr gebracht, ne? Hier. Du hast Blumen gefunden. Warum sammelst du nicht noch mehr für den Strauß? Ja, ich... Ja, was soll ich machen? Ich brauche was zum Schnibbeln für die Reben. Gehen wir nochmal in die Katakomben. Weil er hat ja davon geredet, hier von seinem schönen Grab und so. Mit den Adern und diesen Metallen und was weiß ich nicht was. Nur Problem ist, dass ich die Katakomben so unübersichtlich auch finde. Guckt sie jetzt vielleicht in die Kiste? Nee. Ich meine, wie oft will sie denn noch hier reinkommen und nicht nachschauen wollen? Das verstehe ich auch nicht. Hier vielleicht. Müssen wir jetzt nochmal in diesen Raum, wo wir das Hemd gefunden haben? Ich weiß sonst auch nicht, wo ich hin soll. Im Garten kam ich jetzt auch nicht weiter. Hier war das egal, ob man da oder da hinten runter geht. Das war, glaube ich, bei beiden egal. Hier, Jeremia. Und den haben wir doch auch schon getroffen. Voll blöd. Für den gelaufen. Warum läufst du denn nicht? Ich will, dass wir die ganzen Geister eigentlich so mal befreien können. Also, dass man die ganzen Seelen mal so ein bisschen erlösen kann, wie bei Flying Hawk am Anfang. Aber naja, gut, dann nicht. Das bringt mir auch wieder nichts. Also hätte ich doch die Tür nehmen sollen. Ja. Der Riss in der Decke, der interessierte sie jetzt aber auch nicht, oder? Nee, das ist der Riss. Damit meint sie die Öffnung für sich selbst als Geist. Super. Ja, ich weiß nicht, ob... Keine Ahnung. Ist nicht so einfach, hier den Hinweisen immer zu folgen. Vielleicht finden wir jetzt hier in diesem Blutraum noch was. War ja klar, das nicht, ne? Toll. Ist denn noch irgendwas in den Katakomben, was ich übersehen haben könnte? Ist doch doof. Ich habe keine Ahnung. Geh mal wieder zurück in deinen Körper und dann gehen wir wieder raus aus den Katakomben. Dann war das wohl falsch von mir, in die Katakomben überhaupt zu gehen. Aber, wo sollen wir denn dann hin? Im Garten, da war doch nichts mehr. Oder ich habe da irgendwas übersehen oder so. Und da will ich nicht schon wieder lang, dann bin ich wieder falsch. Gehen wir lieber mal hier hoch. Und dann wieder raus. Oder sagt sie jetzt was dazu? Nee. Ist immer dasselbe. Ist voll unsinnig. Aber ich hätte gedacht, weil er davon geredet hat, dass wir dann jetzt hier einen nächsten Hinweis oder so finden. Schade eigentlich. Verzierter Sarg. Als Geist findet sie ja auch nichts. Das ist ja auch der verzierte Sarg. Nee, da hat sie nichts dazu gesagt. Nichts, was uns helfen könnte. Doof. Ganz umsonst hier rumgelaufen. Und es muss noch mehr Blumen geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Blumen halt finden, wenn wir was zum Schneiden hätten.
Ausruhen will sie sich auch nicht. Vielleicht habe ich doch eine Tür übersehen. Ich glaube, ich muss die dann doch nochmal alle ausprobieren oder so. Nutzt ja nichts. Nutzt ja nichts. Nee, da will ich nicht lang. Da ist nur der andere komische Geist. Ich will dann lieber mal hier durch, wo die ganzen anderen mehreren Türen sind. Da kann ich mir halt eher vorstellen, dass ich da noch was übersehen habe. Mit den Statuen halt auch. Aber haben wir denn irgendwas? Nur für Skyflower. Brief von Wortham an Jeremiah Mode. Dem müssten wir halt auch noch mal den Brief geben, ne? Aber irgendwie, das hatte er ja schon. Oder? Haben wir ihm den jetzt schon gezeigt gehabt? Oder ich weiß es gerade gar nicht. Die Schaufel haben wir auch noch. Gehen wir nochmal hier mit der vorbei in die Tür. Ich weiß gar nicht, was jetzt nochmal war. Hast du mich auch noch einen Durchgang? Noch einen Durchgang? Noch einen Durchgang? Aber die hatte ich doch alle, oder nicht? Es ist so verwirrend. Halt ein Labyrinth. Ein richtiges. Ob es was mit diesen Statuen auch noch auf sich hat? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich laufe jetzt noch mal ein bisschen hier offline rum und das nächste Mal weiß ich dann, was ich zu tun habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann bei Whispering Willows. Tschüss.